So, und ein Schluck für den Filter. Und damit moin und hallo erstmal. So, was macht man jetzt, wenn der Gashahn nicht aufgedreht ist? Dann gibt es keinen Kaffee. Und das früh am Morgen. Naja, müssen wir halt raus. Scheint gar nicht mehr so früh zu sein. Ist schon ziemlich hell. Das ist so ein bisschen, ja, durch die getönten Scheiben im Kasten sieht es draußen immer, ist draußen immer schon heller, als es aussieht. So, gehen wir mal nach hinten. Und machen die Gasflasche auf. Oh nee. Oh, seht ihr das? Scheiße. Ich habe ja den Fahrradträger drauf. Das heißt, alles abbauen. Bla bla bla. Oder? Schauen wir uns doch mal diesen Fahrradträger genauer an. Erstmal. Mein Fahrrad ist immer gesichert wie Fort Knox. Ne? Wie man sieht, hier habe ich noch an beiden Rädern habe ich noch ein Schloss dran. Hier ein fettes Abus-Kettenschloss. Und hier noch ein Zahlenschloss, auch ein fettes Kettenschloss. Dann kann man meinen Fahrradträger abschließen, hier oben, wo es am Rahmen fest ist. Dann ist er natürlich unten an der Anhängerkupplung festgeschlossen. Ja. Also ich hoffe mal, dass keiner auf die Idee kommt, sich die Arbeit zu machen und hier das alles zu knacken, um an dieses Fahrrad zu kommen. Das ist auch schon ein paar Jahre alt, also so wertvoll ist es nicht mehr. So, aber ist ja nicht mein Thema. Mein Thema ist, ich will Kaffee. Und meine Gasflasche ist da hinten dran. So, was ich noch mache, immer tatsächlich am Fahrrad, ich habe hier Ösen hier oben, also eine der Schrauben von der Hecktür ausgetauscht gegen eine Öse. Und da habe ich jetzt diese Rockstraps, die kenne ich vom Motorradfahren. Wenn ihr was rauschen hört, das ist die Heizung, weil ich warmes Wasser brauche zum Duschen. Habe ich diese Rockstraps, alles was ich hier nenne, ist einfach nur, ist meins. Habe ich selbst gekauft, hat mir keiner zur Verfügung gestellt. So, falls ich jetzt im Bild auftauche, nicht erschrecken. Ich habe noch die Bettfrisur. Es ist nämlich 8 Uhr morgens. Und ich mache das Video jetzt, weil jetzt noch keiner da ist. Also man kann ja hier auch Spanngurte festmachen oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt nur die Rockstraps genommen. Ganz einfach. Für mich haben die den Vorteil. Die mache ich jetzt mit einer ganz geringen Spannung nur fest. Und diese Spannung ist immer noch variabel. Also das Rad kann sich immer noch bewegen, aber es wackelt wesentlich weniger als vorher. Also mache ich hier noch die Rockstraps weg auf beiden Seiten. Wie gesagt, ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Komme noch rechtzeitig, bevor hier die Kirmes losgeht. So. Jetzt ist das Fahrrad nicht mehr mit dem Auto verbunden, sondern nur noch mit dem Fahrradträger. So, was mache ich jetzt, um an meine Gasflasche zu kommen? Ich ziehe an diesem Knöpfchen hier. Damit habe ich eine Entriegelung ausgelöst, entgelöst, erlöst. Also es verriegelt nicht mehr. Entriegelt sozusagen. Das gleiche habe ich hier drüben auch nochmal. Und jetzt kann ich diesen Fahrradträger einfach nach hinten ziehen. Und damit sieht das Ganze dann so aus. Und ich kann ganz bequem
keine Tür öffnen. Was man nicht im Kopf hat. Ne? So, ich kann also ganz bequem. Warten, bis das Auto vorbei ist und dann die Tür öffnen. Und somit natürlich ganz bequem meine Gasflasche aufdrehen. Ja, aber nicht nur das, ich kann sogar ganz bequem meinen Schwerlastauszug komplett ausziehen. Und der ist 1,20 Meter lang. Also 2 Euro Boxen, A 60, 60, 60. Somit ist der ganze Kram 1,20 Meter lang. Und den kann ich also auch bequem rausschieben. Ich könnte mein Bett machen, ich könnte es abziehen, ich könnte morgens die Tür aufmachen, um auf den Strand zu gucken und könnte einfach den Fahrradträger dran lassen, ohne viel Arbeit. Jetzt könnte man also meinen, das ist der perfekte Fahrradträger. Ich schiebe also einfach, wenn ich dann soweit bin, schiebe ich einfach wieder das Ganze zurück. Und hier unten klappt dann das Nummernschild einfach wieder mit hoch. Das klappt dann quasi runter, da muss man also auch nichts machen. So, wie gesagt, jetzt könnte man meinen, das ist der perfekte Fahrradträger. Aber ist er das auch? Und dazu muss ich sagen, nein, das ist er leider nicht. Sehr schade. Weil man mit der Befestigung sich ein bisschen wenig Gedanken gemacht hat, sondern wahrscheinlich mehr auf diese Ausziehfunktion, und damit hat man die Leute schon am Haken. Ja. Aber was wirklich schlecht gemacht ist, ist die Befestigung der Räder. Das ist das hier. Das ist also so. Dass dieses Ding hier, dieser Gurt hier, eine Stahlsehle hat und dementsprechend natürlich ziemlich starr ist. Das heißt, er will nicht um die Ecke, der will einfach nur, ja, da kann man hier festratschen. Das ist ja Standard, das ist ja überall so. Aber ich kann damit, das Ding muss ich immer quasi knicken, also gegen seine eigentliche Richtung. Und dadurch habe ich halt hier an den Ecken monster viel Verschleiß und es ist auch einfach eine Schinderei, weil ich muss das Ding immer wegdrücken und wegziehen und es ist einfach schlecht gemacht. Wäre das hinten, naja, wäre es auch nur semi-gut, weil wenn ich zwei Fahrräder drauf habe, dann ist es auch mistig. Ne? Also hier haben wir ein schönes Polster hier für die Felge, dass die Felge nicht geschont wird und so weiter. Das ist alles super. Aber das eigentliche, das Ratschensystem hier, das ist einfach, man hat das Gefühl, es ist auch nicht sonderlich langlebig, weil es halt immer auf die Ecke zieht. Ne? Hinten ist es genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Auch hier habe ich diesen Gurt im Weg hier. Und das ist also beim Lösen auch Kacke. So, dann ist das Fahrrad quasi beinahe lose. Was ich immer auch noch mache, ich mache hier so einen, diesen blauen kleinen Gurt, den mache ich hier noch immer rein, damit das Vorderrad sich nicht so stark bewegen will. Warum ich das mache, dazu kommen wir auch gleich. So, dann machen wir den also auch mal weg. Den haben wir hier natürlich verknotet, mit die Enden nicht. Weil ich meinen vergessen habe und mir den gestern noch geliehen habe, damit er nicht flattert. So. Da ist der auch weg.
Zack. So, jetzt ist das nur noch hier in der Mitte fest. Und wie man sieht, dieses Rad hier ist jetzt kein Fully. Das ist ein Hardtail hinten, ne? Vorne eine Federgabel, aber hinten ein Hardtail. Und man ist hier ganz knapp. Also hier bin ich mit der Achse weit über das Ende der Schiene hinaus. Und hier vorne ist es grenzwertig. Das Rad geht gerade noch. Mein größeres Rad, mein anderes Fahrrad, ich habe noch einen Cube, einen Fully. Und das passt quasi nicht auf diesen Träger. Das hat natürlich zur Folge, wenn ich das jetzt hier löse, dass das Rad quasi nach vorne und hinten schon komplett lose ist. Wenn ich einen Tick weiter vorne bin, dann bewegt sich der Lenker hier ganz massiv, weil hinten kein Prisma ist. Manchmal hat man ja hier hinten so ein Prisma, wo das so reinfährt, so ein Keil. Und das stabilisiert das Ganze ungemein. So. Jetzt hat der Träger eine Zuladung von 60 Kilo. Das heißt, zwei schwere Mountainbikes kann man draufstellen. Die Schienen sind ganz am Ende, man kann die natürlich verschieben. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn man das Ding lagert, weil man hier die Rücklichter auch noch einklappen kann. Hier einfach lösen und so rum wegklappen. Dann hat das Ding also ein relativ geringes Packmaß, sage ich mal. Das kann man auch noch lösen hier. Zack, zack, dann kann das umklappen. So, und dann ist der Träger quasi noch, weiß nicht, 80 cm breit, 60 cm tief oder so. Und bei mir hängt er dann in der Garage an der Wand. Wiegt 20 Kilo, das ist jetzt nicht ganz so leicht. Also da darf man die Kugel an der Wand nicht so hoch machen. Das geht auch alles relativ fix hier. Ist alles nur Kunststoff, da muss man vielleicht mal ein bisschen mit Silikonspray arbeiten, damit man da keinen Verschleiß hat. Auf der ersten Schiene hatte ich noch kein Fahrrad, weil ich bin ja immer alleine unterwegs und von daher habe ich den Bedarf noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Abstand funktioniert und so weiter und so weiter. Für mich als Alleinfahrender, das könnte man ja mal versuchen vielleicht, ne? Bist du offen? Versuchen wir es doch mal jetzt hier mit dem Vorderen. So, jetzt habe ich das ungefähr an der gleichen Stelle, wie ich immer den langen für hinten habe. Machen wir hier noch auf. Zack. Und zack. Also ihr seid live dabei. Erster Versuch. Ist es überhaupt möglich, hier hinten ein Fahrrad hinzustellen? Weil der Abstand... schauen wir mal. So, dieses Fahrrad wiegt ungefähr 25 Kilo, glaube ich. So, Fahrrad ist drauf. Allerdings würde das Lenkerende hier gegen die Scheibe totzen die ganze Zeit. Das heißt, ich müsste den Lenker lösen und müsste ihn drehen um 90 Grad. Und dann müsste ich mir tatsächlich gucken, mit den Pedalen einig werden mit dem zweiten Fahrrad, weil die Schiene ist jetzt nicht so weit auseinander. Ich sag mal so 22 cm vielleicht. Und ich denke, das ist bei Kastenwagen immer ein Problem, wenn man einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung hat, dass man dieses Problem hat hier. Man könnte jetzt eventuell natürlich auch hier eine Verlängerung dran machen, also zwischen der Platte, wo der Kupplungskopf dran festgeschraubt ist, und dem Kupplungskopf, da gibt es Distanzstücke, 10 cm, 5 cm, sowas könnte man dazwischen machen und damit hätte man das umgangen und müsste quasi nicht mehr
müsste nicht mehr irgendwas tun, um diesen, man sieht das, diesen ganz geringen Abstand hier. Ne? Das ist wirklich nur jetzt noch ein Zentimeter, anderthalb. Ja? Genau. Ansonsten macht der Träger einen richtig guten Eindruck. Also wenn ich jetzt nur mal vom Träger ausgehe und nicht vom Fahrrad, das draufsteht. Super stabil, wie gesagt, 60 Kilo Traglast. Reicht dicke für zwei Mountainbikes. Mein anderes, der Fully, der wiegt ungefähr 30 Kilo. Und für mich heißt das jetzt, die Gasflasche ist aufgedreht. Kaffee. So, der Kaffee hatte jetzt Vorrang. Ja, was soll ich sagen zu dem Fahrradträger? Wie gesagt, ich bin nicht gesponsert. Ich habe das Ding selbst bezahlt. Kostenpunkt um die 800 Euro. Bezogen über eine Firma aus Freiburg. Den Link kann ich mal unten reinsetzen. Alles natürlich, wie gesagt, unbezahlte Werbung. Und mein Fazit ist, jeder Fahrradträger ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ich glaube, den perfekten gibt es nicht. Also ein Busbiker vielleicht oder so irgendwas, aber das Ding ist halt sackschwer. Und ich will mit 3,5 Tonnen klarkommen und das schaffe ich so gerade so. Ja. Deswegen war für mich was für die Anhängerkupplung unerlässlich. Und als ich das in Freiburg auf der Messe gesehen habe, war mir eigentlich klar, dass ich das Ding haben möchte. Und vielleicht optimiere ich noch was. Also ich werde mit Sicherheit was optimieren. Ich werde mit Sicherheit hier hinten die Schiene austauschen. Das gucke ich mir dann mal an, ob das geht. Das müsste gehen, weil hier unten ist so eine Aufnahme. Das haben wir schon ein bisschen gecheckt. Da müsste es was geben, eine Möglichkeit, eine längere Schiene drauf zu machen. Und dann ist das Ding das, was ich haben will. Also ich bereue es nicht, auch wenn es ein paar Punkte gibt, die mich vielleicht stören. Aber ich bereue es nicht, dass ich gekauft habe, weil der Vorteil mit dem Ausziehen, das überwiegt natürlich alles, so ziemlich alles. Ich kann das Fahrrad hier noch sehr gut festmachen. Und für das große Fahrrad, wie gesagt, das andere Fahrrad mache ich mir dann hinten eine andere Schiene drauf. Vorne werde ich die lassen, weil es würde auch so gehen. Aber es ist halt wirklich dann so, dass bei dem größeren Rad dann das Vorderrad ziemlich viel sich bewegt. Und das ist mir einfach unsympathisch. So, mein Travis ist heute artgerecht gehalten, würde ich mal behaupten. Wir stehen in Wildberg. Das ist so am Rande des Schwarzwaldes oder irgendwie mittendrin auch. Und sind hier ganz alleine. Das ist ein guter Platz mit einer schönen Bewertung. Die Aussicht hier ist bombastisch. Das ist ja krass, ne? Wenn man hier mal rüberläuft schnell. Und hier die Aussicht dann hat. Also da hinten, da kann man ja ewig weit gucken. Und das hier ist der Naturpark Schwarzwald Mitte / Nord, Grenzsteinweg über den Wildberger Stadtteil Sulz am Eck. Also hier gibt es eine Wanderroute, 18,2 Kilometer. Das wäre eigentlich eine Fahrradroute. Kann man am Fahrrad fahren? Das muss ich mir gleich mal angucken. Ansonsten ist es hier ruhig. Ich habe heute Nacht super ruhig geschlafen. Ich war so gegen, weiß nicht, 21, 22 Uhr hier. Und bin heute Abend bei Freunden zu einer kleinen Feier eingeladen. Es ist Pfingsten und wir werden jetzt mal schauen, wo es uns noch hinführt. Thema sollte der Fahrradträger sein. Ich glaube, den haben wir genug behandelt. Link ist unten. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr euch das nächste Video auch anschaut. Und weil das so ist, sage ich mal wieder ganz optimistisch, bis zum nächsten Mal und tschüss.